Meine lieben Freunde, auch heute steigen wir wieder tief hinab in den Nebel der Geschichte. Unsere Erzählung beschäftigt sich nämlich mit niemand Geringerem als Karl dem Großen, der von 747 bzw. 48 bis 814 lebte. Sein Geburtsort, sagen die Forscher, ist völlig unbekannt. Und deswegen nennen sie alle Bestimmungsversuche spekulativ. Insofern haben wir eine Sage vor uns, die zur Geburt Karls des Großen sehr ins Spekulative geht. Um das Leben und Wirken Karls des Großen herum entstanden eben zahlreiche, auch lokale Sagen. Wenn unsere Sage also erfunden ist, so ist sie doch sehr schön erfunden, wie ich finde. Lehnt euch also zurück und genießt. König Pippin weilte gerne auf der Burg Weihenstephan, um in den ausgedehnten Waldgründen des Würm- und Ammersees zu jagen. Nun war die Zeit gekommen, dass er sich vermählen wollte. Und deswegen gab er dem Hofmeister den Befehl: Hole meine Braut Bertha vom Hofe ihres Vaters ab und bring sie zu mir nach Weihenstephan. Aber der Hofmeister war ein Schelm, denn er verabredete mit seiner Frau: Wir holen die Königsbraut zwar ab, schaffen sie aber dann beiseite und stellen dem König dafür unsere Tochter vor. So geschah es auch. Pippins Hofmeister reiste an den fernen Königshof in Brabant, wo er als Abgesandter des mächtigen Frankenkönigs mit allen Ehren empfangen wurde. Der Abschied der Prinzessin aber war traurig und schmerzvoll, obwohl ihr zu Ehren allerhand Festlichkeiten veranstaltet wurden. Bertha weinte unaufhörlich. Es war, als ahnte sie schon das harte Schicksal, das ihr bevorstand. Ihr Vater ließ sie von einer Schar auserwählter Krieger bis an die Grenzen seines Reiches begleiten, und dann zog sie mit Pippins Hofmeister und anderen Leuten alleine weiter. Sie kamen Weihenstephan immer näher und immer näher. Und so rückte auch der Zeitpunkt heran, an dem der Bräutetausch geschehen sollte. Nun schlug man die Zelte auf zum letzten Nachtlager. Jetzt musste der teuflische Plan ausgeführt werden. Während die Prinzessin also schlief, nahm ihr der Hofmeister ihre fürstlichen Kleider weg und legte dafür Magdkleider hin. Mit den Gewändern der Prinzessin bekleidete er seine Tochter. Und dann zogen sie schnell mitten in der Nacht weiter. Bei Bertha hatte er zwei vertraute Diener zurückgelassen mit dem Auftrag: Ihr weckt die Prinzessin auf und sagt ihr, sie soll sich anziehen. Aber seid mir nicht zu zimperlich. Und dann führt ihr die junge Frau in die tiefste Wildnis und dort tötet ihr sie. Zum Beweis, dass ihr meinen Auftrag richtig ausgeführt habt, bringt ihr mir ihr blutiges Oberkleid und ihre Zunge. Als dann der Hofmeister weg war, weckten die Knechte die Prinzessin auf. Bitte zieh dich an und folge uns. Bertha folgte ohne Widerrede. Ihr treues Hündchen lief mit ihr. Als sie lange, lange Zeit gegangen waren und in eine weltabgeschiedene Wildnis geraten waren, offenbarten die Knechte dem Königskind: Wir haben zwar den Befehl, dich zu töten, aber wir lassen dich leben. Nur wir brauchen dein blutiges Oberkleid als Beweis. Und deswegen erschlugen die Knechte das Hündchen, schnitten ihm die Zunge heraus, befleckten mit seinem Blut Berthas Oberkleider und brachten ihrem Herrn die verlangten Beweise ihrer Tat.
Der Hofmeister war beruhigt. So führte er dem König seine Tochter zu und es fand eine glänzende Hochzeit statt. Hört ihr nicht das Hörnlein blasen? Hört ihr nicht den schönen Schall? Hört ihr nicht den schönen Schall? Ein Jäger aus dem grünen Wald, der mich liebt von Herzensgrund. Ein Jäger aus dem grünen Wald, der mich liebt von Herzensgrund. Die arme Bertha irrte lange Zeit in der Wildnis umher. Ihre Füße schmerzten sie und der Hunger quälte sie. Endlich traf sie auf einen Köhler und beinahe wäre sie vor ihm geflohen, weil sie ihn für den Bösen selber hielt. Er war ja so schwarz. Der Köhler aber hatte Mitleid mit der schönen Jungfrau und er gab ihr Brot zu essen und führte sie zu der Reismühle bei Gauting, wo sie der Müller als Magd aufnahm. Und die Bertha verstand es, aus goldenen und seidenen Fäden schöne Gewebe zu wirken. Die trug der Müller auf ihre Bitten hin nach Augsburg, verkaufte sie dort an fränkische Händler und brachte ihr wieder Garn mit. Und so vergingen einige Jahre. Hast gemeint, du bist die Schönste, nein, du bist die Schönste nicht. Nein, du bist die Schönste nicht. Du bist wohl schön von Angesicht, aber doch die Schönste nicht. Du bist wohl schön von Angesicht, aber doch die Schönste nicht. Da war der Pippin wieder einmal auf der Burg Weihenstephan und ging zum Jagen. Da traf er auf die Spur eines starken Bären und verfolgte sie mit solchem Eifer, dass er sein Gefolge verlor und sich tief in die Wildnis verirrte. Nur sein sternkundiger Arzt und ein Diener waren bei ihm. Die Nacht brach schon herein und es schien gerade so, als müsse der König auf dem Waldboden schlafen. Da sagte er zu seinem Diener, »Steig doch mal auf diese Tanne, vielleicht siehst du irgendwo ein Anzeichen einer menschlichen Siedlung.« Und der Diener sah tatsächlich nicht weit entfernt Rauch aufsteigen. Dort ritten sie nun hin und sie fanden den Köhler. »Hast du etwas zum Essen für uns?« Aber der Köhler hatte keinen Bissen in seiner Hütte. Deswegen führte er die kleine Gesellschaft gleich zur Reismühle. Der Müller empfing die unbekannten Männer sehr gastfreundlich und Bertha reichte ihnen Brot und Milch. Der König aber griff nicht nach dem Brot, sondern nach der Hand des Mädchens. »Sag, woher hast du diesen Ring?« »Ist ehrliches Gut, Herr«, erwiderte Bertha. »Mein Bräutigam hat ihn mir geschenkt.« »Wie heißt du?« »Bertha, Herr.« »Und wo ist deine Heimat?« »In einem Königsschloss am fernen Meer stand meine Wiege, Herr.« Bertha wusste selbst nicht, warum sie das alles sagte. Das hatte sie bisher noch niemandem erzählt. Aber der Blick dieses Jägers war so gebieterisch, dass sie die Antwort nicht verweigern konnte. »Und wie kommst du hierher?« forschte Pippin weiter. Da erzählte ihm Bertha alles, was auf ihrer Brautfahrt geschehen war. Und Pippin hörte mit stockendem Atem zu. Sein Herz schlug hörbar. Die Zornesader auf seiner Stirn schwoll hoch an und er sagte mit bebender Stimme, »Warum verschweigst du den Namen deines Bräutigams?« »Sie nannten ihn Pippin, Herr«, entgegnete ihm Bertha. »Jetzt«, sagte der König mit fester Stimme, »wisse, ich bin Pippin, dein Bräutigam, und ich werde das Natterngezücht zertreten.«
das dir und mir diese Schmach angetan hat. Und nun flogen die Fragen und Antworten nur so hin und her, und Pippin blieb die ganze Nacht in der Reismühle. Und am Morgen nahm er zärtlich Abschied von seiner Bertha. Ich verspreche dir, ich komme wieder und führe dich heim als meine Gemahlin. Dann ritt er nach Weihenstephan und sofort ließ er nach den Knechten fahnden, die Bertha entführt hatten. Sie mussten ihm berichten, und gleich ließ er auch seine Weisen und den Hofmeister zusammenrufen und erzählte ihnen die Geschichte und fragte in die Runde, welche Strafe gebührt einem Menschen, der so gehandelt hat? Und der Hofmeister ahnte schon, dass es um ihn ging. Und er antwortete, erlasst mir, Herr, dass ich das Urteil über meine eigene Missetat spreche. Daraufhin verurteilte ihn der Rat zum Tode. Seine Frau als Mithelferin wurde lebendig eingemauert und die falsche Königin durfte ihr Gemach nicht verlassen. Dort starb sie bald darauf aus Gram und Herzeleid. Nun wollte Pippin seine Braut heimholen, aber da wurden die Sachsen aufständig und der König musste in den Krieg ziehen. Aber er schickte eine Botschaft an Bertha, ich werde gewiss wiederkommen und alles wahrmachen, was ich dir versprochen habe. Leider gingen dann viele Monate ins Land, bis Pippin wieder nach Weihenstephan kam. Aber jetzt zog er mit einem großen Tross zur Reismühle, um seine rechtmäßige Gemahlin abzuholen. Und der Müller kam dem Zug entgegen und er überreichte Pippin einen Pfeil zum Zeichen, dass ihm ein Sohn geboren wurde. Und das freute den König außerordentlich. Und er führte seine Bertha nach Frankreich, wo sie mit allen Ehren und lautem Jubel als Königin empfangen wurde. Und jetzt kommt's. Das Knäblein nämlich, das in der Reismühle zur Welt gekommen ist, hat danach als Carolus Magnus die ganze Christen- und Heidenwelt mit seinem Ruhm erfüllt. Die Sage spielt in der Reismühle bei Gauting und Gauting liegt an der Würm im Landkreis Starnberg. Die folgenden Ausführungen entnehme ich sinngemäß einem Artikel von Karl Stankiewicz vom 25.11.20 in der Münchner Abendzeitung. An der Würm, einem rauschenden Bach, klapperten einst zahlreiche Mühlen und dazu gehört auch die Reismühle. Früheste Urkunden weisen Gauting und die Reismühle als karolingischen Königshof aus. Seit 1846 saß die Müller-Dynastie der Guckenmoos auf dem Anwesen. Bis 1998 wurde hier Korn gemahlen. Dann verpachtete die letzte Erbin Gabriele Haller Mühle samt Nebengebäude an eine Ateliergemeinschaft. 40 Künstler und Kunsthandwerker diverser Sparten leben und arbeiten derzeit hier. Und wie kam es nun zu der Sage? Ein Mönch aus Weihenstephan schilderte 1472 in einer handschriftlichen Chronik, die in der Bayerischen Staatsbibliothek verwahrt ist, den ehemaligen Reichshof bei Gauting als den Geburtsort von Karl dem Großen. Er darf also als der Erfinder dieser Sage gelten. Sogar eine Wiege, in der Karl der Große gelegen haben soll, steht in der Mühle. Wer sollte da nicht an diese Sage glauben? Übrigens, es gibt nicht wenige Orte, die beanspruchen, der Geburtsort Karls des Großen zu sein. Genauso wie er in vielen Bergen sitzt, tief drin an einem Tisch, um den sein Bart herumwächst und so weiter und so weiter. Karl der Große ist wohl eine Sagengestalt für die Ewigkeit. Ich wäre äußerst gespannt,
ob das in 1000 Jahren auch noch so ist. Damit darf ich mich wieder verabschieden von euch. Ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen und ich wünsche euch wie immer vor allem Gesundheit. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.